Recorded Session. Ihr seid zwei Jungs aus Leipzig und die mit weitem Abstand bekanntesten Drum-Bass-Produzenten aus Deutschland. Zuletzt wart ihr zusammen mit Plexan Empire unterwegs. Die Frage hört ihr sicher ständig, aber wie fühlt man sich als Leipziger/Deutscher im Mutterland des Drum-Bass? Eine sehr gute Frage zum Anfang. Ich würde sagen, es ist doch immer wieder aufregend, ins Ausland zu kommen oder vor allem in Länder wie die Tschechische Republik oder ob es Holland ist oder Südeuropa, wo doch viel, viel intensiver teilweise als in Deutschland auf Drum Bass gefeiert wird, aber das liegt vielleicht daran, dass einfach die Mentalität sehr anders ist. Im richtigen Mutterland des Drum Bass in England spielen wir gar nicht so oft, müssen wir ehrlich sagen. Also das ist sehr schwer da reinzukommen, weil wir zu wenig Jump-Up spielen, denke ich. Aber prinzipiell ist es einfach ein sehr tolles Ding, als DJ, als Produzent, außerhalb von seinen eigenen Grenzen, von Deutschland, von Leipzig spielen zu können. Und ja, da sind wir immer wieder mächtig froh drüber. Und ja, nichtsdestotrotz ist es auch schön, zu Hause zu spielen. Jetzt mal hier in Dresden um die Ecke. Und ja, ich denke, es hat alles seinen Reiz und darum geht's. Man muss Spaß haben und das haben wir. We'll be right back.
Nicht aus jedem DJ wird ein Produzent und nicht jeder Produzent ist ein DJ. Schreibt ihr eure Tunes auf besondere Weise, weil ihr beide Seiten so gut kennt? Wir haben beide, Jakob und ich, haben beide das Produzieren und das DJen relativ zur selben Zeit begonnen und von daher denke ich, ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gewesen in dem Prozess als DJ und als Produzent, ja, zu sehen, wie reagiert eine Crowd auf einen Track, wenn er droppt, oder wie passiert es, wenn man jetzt zum Beispiel halt eine gewisse Reihe an Tunes nacheinander spielt in einem Set, wie wirkt sich das aus? Wiederum kann man das eigentlich pauschal nie sagen, ob das passt oder nicht, weil jede Crowd ist anders, jede Stadt ist anders, jedes Publikum hat mal einen guten oder weniger guten Tag, wenn gerade alle rauchen gehen und dann halt draußen geraucht wird, dann kannst du den besten Drop deines Lebens spielen und es ist gerade keiner da. Also das ist schon alles vorgekommen in der Vergangenheit. Aber ich denke, es ist eine gute Kombination, DJ und Produzent im selben Maße zu sein und auch dieselbe Intensität reinzustecken. Also im Studio sind wir genauso gut dabei wie jetzt auf einer Party und ich glaube, das macht auf jeden Fall bei beiden Punkte.
Wie sieht es bei euch mit der Arbeitsteilung im Produktionsprozess aus? Arbeitsteilung gibt es auf jeden Fall, aber meist daran, es liegt meist daran, dass wir haben zwar zwei Studioräume, aber es gibt so einen favorisierten Raum, den wir beide gern nutzen, und sprich, dann heißt es auch mal, dass der eine mehr am Rechner sitzt und der andere im Hintergrund sich aufhält oder ganz andere Sachen macht, Bürokratie bearbeitet oder so, und dann passiert es schon, dass mal der eine mehr an der Grundidee von einem Track schreibt oder überhaupt die Idee verfasst. Aber es gibt nicht wirklich eine Aufgabenteilung, weil wir sagen, du kannst das gut und du kannst das gut. Wir versuchen uns zu ergänzen, und wenn es Synergieeffekte gibt, dann wird der Track auch meistens am besten. Und wichtig ist vielleicht zu sagen, wenn man sich vorher mal in den Haaren hatte und man nicht so ganz klar war, was es eigentlich werden soll, das sind dann doch so die entscheidenden Momente, um den Track zu einem guten Punkt zu bringen. Ja. Gibt es Unterschiede zwischen kleinen Clubs zu den großen Festivals, von denen ihr so viele spielt? Es gibt auf jeden Fall Unterschiede, also gerade ein kleiner Club hat halt einen ganz anderen Anspruch. Du musst als DJ, sag ich mal, also du kannst dich nicht verstecken. Du bist halt face to face, du stehst vorne in der ersten Reihe sozusagen direkt selber, und
es gibt so Orte, wo die erste Reihe die härteste Reihe ist vom Club, also sprich, wo die Nerds oder die Nerds positiven Sinne stehen, die dann halt wirklich auch jeden Track kennen oder auf der Suche nach dem neuen Track, den sie noch nie gehört haben, sind und dabei immer alles im Auge haben, was du tust, wie du es tust. Und wenn du es schaffst, die, sag ich mal, aus der Reserve zu locken und dann auch ein Lächeln abzugewinnen und vielleicht auch ein bisschen mehr Bewegung, dann denke ich, hast du es geschafft. Ein Festival, klar, das kommt halt einfach durch die Masse und da, wenn man genau hinschaut, sieht man vielleicht hier und da auch so Ecken, wo sich keiner bewegt, wo die Leute rumstehen, aber es ist einfach ein Feeling, was man halt schwer toppen kann trotzdem. Also wenn man halt eine gute Set-Time hat und dann auch die richtige Musik zur richtigen Zeit spielt, dann ist das schon unvorstellbar gut. Und ja, aber beides hat seinen Reiz und das eine wäre nicht so gut ohne das andere. Also man muss immer wieder den Wechsel haben, um das andere wertschätzen zu können, definitiv. We'll be right back.
welche sind die 5 momentan dicksten Scheiben in eurem Plattenkoffer? Unser Plattenkoffer ist ja nur noch ein USB-Stick, aber nichtsdestotrotz gibt es 5 dicke Scheiben. Also wir spielen sehr, sehr gern Tracks von Matthews. Ist unschlagbar gut. Surrounded ist so einer der dicksten Tunes von ihm vom letzten Album und den spielen wir immer. Audio auf jeden Fall von seiner letzten EP auf RAM gibt es 2-3 Tracks, die immer dabei sind. Ultron ist einer davon zum Beispiel. Break It ist dick. Neujahrscheiben gibt es jedes Mal, da kann man immer was spielen und zu viel Gute, um die jetzt aufzuzählen. Ich lege mich auf einen fest, ich sag mal, der Shaking Hands von der Purpose EP ist immer, also den spiele ich jedes Mal, heute werde ich ihn auch spielen, denke ich, mit Sicherheit. Plex and Empire, State of Mind, Ego, auf jeden Fall noch ein sehr, sehr angesagtes Teil bei uns. Und den letzten Tune, da würde ich einen eigenen nehmen von unserer neuen EP mit Wintermute, Influx, das ist der Opener und ja, der muss halt sein.